herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order. Und das Lichtschwert, also der Griff, so lang wie sein, ist sogar länger als sein Oberschenkel. Ist schon krass, ne? Oh ja, und sind ja auch zwei. So. Also ich mach mal kurz, so hier den Sound leiser. So, alles klar. Gut, dann wollen wir mal schauen. Au, ey. Ey. Wieso blockst du nicht? Ja, also. So. Gut. Dann wollen wir mal schauen, was es hier im alten Kreuzer zu sehen gibt. Okay, ich dachte, ich wäre jetzt tot. Wieso? Wieso ist hier so eine fette Rutsche in den Zerstörer? Beziehungsweise in den Kreuzer. Interessant. Wo komme ich jetzt raus? Ja, wahrscheinlich tauchen. Arc 170. Der Arc 170, aggressive Rekognisanze Sternjäger. Okay. Wurde von der Galaktischen Republik während der Klonkriege eingesetzt. Der von den Income Corporation und Subpro gebaute Jäger kam zwar auch während der Herrschaft der des Galaktischen Imperiums zum Einsatz, wurde aber schließlich durch die neueren TIE Fighter Einheiten ersetzt. Ja, ne? Hier gibt's nichts. Dann tauchen wir mal wieder runter. Noch ein toter Klon. Uiuiui. Mann. Das ist echt widerlich. Die müssen ja Jahre hier schon schwimmen. Also innen drinne ist dann Skelett. Musik, ne? Aber finde ich gerade echt cool, weil Alphawand? Weil an sich ist es ja voll eine traurige Sache hier, einfach. Ja. Ich mag Klone, ja? Ich mag total die Klone. Aber, naja, wahrscheinlich eher wegen, ja, weil die einfach cool sind, ne? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein Endgegner, weil das so krass war. Von der Musik her. Also, geht's da hinten dann gar nicht raus, oder was? Ich dachte, hier hinten geht's raus. Ich schau mal kurz nochmal da hinten hin.
Ich dachte, hier ist ein Weg nach draußen, aber anscheinend ist dem nicht so. Doch. Ah, ja, okay, nur eine Truhe. Ja, und los geht's. Ha, da war wirklich was drin. Wow. Da war wirklich was drin. Gut. Gut, es geht einmal. Ups. Na gut. Es geht einmal nach da und einmal nach hinter mir ist auch noch ein Eingang. Oh. So. Da ist auch noch einer. Okay, geh zuerst dahin. Ein Padawan hat überlebt. Er hat nach seinem Meister gesucht. Und dem Klonkommander. Er wusste nichts von der Order. Dieses Schiff ist vor langer Zeit abgestürzt. Aber es gab noch... Es gab einen Überlebenden. Jemanden, der von der Macht wusste. Höchstwahrscheinlich ein Padawan. Er war verletzt. Ja, also haben sie am Schluss auch den Padawan gefunden. Und ja. Krass, dass hier immer noch Licht ist, ne? Wobei, wo kommt... Ah, hier. Ich meine... Ja, ist ja gut. Meine Güte. Ich hab lange auf so einem Schiff gelebt. Das wurde meine Heimat. Auf Braka wurden sie verschrottet. Es war, als würde man die Knochen eines Lebens entfernen. Mhm. Danke, BD. BD. Kannst du mir helfen? Psst, da vorne sind Leute. Gegner nähert sich. Meine Güte. Ich werde ihn erschießen. Pass auf! Das habe ich verbockt. Vorrücken! Meine Ausbildung wird mir helfen. Welche Ausbildung? Hier gibt's viele Wege. Also einmal Abkürzung. Egal, ich glaube, so passt das auch schon. Danke, BD. Was? Ich sehe dich, Jedi. Du musst dich schon mehr anstrengen. Das hältst du nicht ewig durch. Der Double Strike mit beiden Lichtschwertern ist schon herzig. Gut.
Ich schau mal kurz, was da rechts ist, weil ich glaube, hier muss ich weiter. Oh, schön. Elektrische Leitungen. Diese elektrische Starkstromleitungen betrieb einst die Triebwerke des Veneters. Da sie jeweils bis zu einer Gigatonne Energie erzeugen konnten, durften sie laut der Sicherheitsvorschriften der Republik während des Betriebs keine Lebewesen in der. Ach, deswegen. Ja. Eine Gigatonne. Geh zurück in die Mauer. Jemand hat sich hier vor Klonen versteckt. Bei einem Angriff. Ja, ich bin okay. Es sind einfach nur Erinnerungen. Jemand hat. Genau. Was? Achso. Da kann ich wahrscheinlich nicht durch. Ja. Achso. Ah, jetzt bin ich hier. Verwundet? Du machst mir keine Sorgen. Stimmt, BD. Lass sie nicht entkommen. Sie ist verwundet. Ziel. Alles klar. Er reicht aus. Granate kommt. Du wirst nicht überleben. Er hat mich verwundet. Oh nein. Stim, BD! Ich werde nicht daneben schießen! Stim! So. Ah, das ist der große Hangar hier. So, gut, also. Rechts geht's weiter. Jo, gut. Warte mal. Achso, ja, okay, jetzt. Okay, ich habe. Ich hätte auch von da nach da gehen können, glaube ich. Aber so, wir sind den Umweg gegangen und es war besser so. Jetzt ernsthaft? Wenigstens habe ich hier eine Abkürzung. Boing.
Wow. Nee, passt schon. Gehen wir, BD. Wieso hat er da nicht festgehalten dann? Egal. Wie schnell der einfach klettert, ne? Ist schon krass. Ja, okay, dann schneide ich halt so. Ah, hier drüben. Abkürzung freigeschaltet. Komme ich da hin? Ja, das ist... Ich gehe mal da hin. Achso, da geht's auch hin. Oh nein. Oh nee. Ich bin gerade zurückgegangen. Sind wir jetzt? Ich muss niesen. Entschuldigung. Ich kann dich da unten sehen. Ich kann dich da auch sehen. Entschuldigung. Was macht der denn hier? Oh. Was ist denn los? Wie staub ich hier? Wieso sollte hier jemand... Bam, bam! Wieso sollte hier jemand mit einer Panzerfahrt oder einem Raketenwerfer an sein? Wo wir überhaupt kennen. Guten Tag. Erledigt den Jedi. Wir werden alle Verräter auslöschen. Los geht's! Ich bleibe an dir dran! Stirb wie die anderen! Du hast einen Fehler gemacht. Du fliehst, Feigling! Du wirst sterben, wie der Rest. Wieso, ich habe vergessen, was ich fragen wollte. Irgendwas wie so, ich hab's wirklich vergessen. Ich dachte mir gerade im Kampf, wieso... Ich stamme von einem Lichtschwert. Ja. Wieso? Ah, genau, weil der hat ja mein Schwert gerade geblockt. Wieso kann ich nicht schneller drücken und gewinne dann diesen Block? Also dieses Stillstehen. Wisst ihr, was ich meine? Also das, wo unsere Schwerter quasi zusammen sind. Und dann, genau. Ja, dann halt jeder irgendwie drückt so ungefähr. Und der halt besser drückt oder mehr Stärke hat und mehr Kraft, der gewinnt dann. So. Aber irgendwie... Manchmal frage ich mich, wie das passiert ist. Habe ich irgendwelche Zeichen übersehen? Die Klone? Ja, ich war wütend.
verstehe das Ganze immer noch nicht. Aber ich weiß, sie waren Opfer. Genau wie wir. Wieso sind hier so viele Fußspuren? Okay. Ich hole mal raus. Okay, so viel weiß er schon, dass sie auch manipuliert wurden, beziehungsweise, also je nachdem, Canon oder Legend, wurden die mit einem Chip oder mit einem, mit einem Chip oder Gehirnwäsche dazu gebracht. Das ist ein Jedi-Ding, oder? Meisterin! Mars, du musst gehen. Sie suchen noch nach dir. Ich verlasse euch nicht. Wieder vereint. Hier kniete einmal eine Meisterin, die zu schwer verwundet war, um rasch voranzukommen. Sie hatte mehrere blutende Wunden, die sie erlitten hatte, als sie ihre verletzten Padawan beschützte. Sie drängte den Jungen zur Flucht, aber er wollte seine Meisterin nicht verlassen. Das finde ich cool. Schau mal. Normalerweise wäre das da der Boden. Und die geht auch so seitlich auf. Finde ich cool. Okay, hier ist wieder was zum. Hast du noch Strom über BD? Ha. Okay, war anscheinend geplant. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich dahinter. Hier kann ich latschen. Aber dann komme ich da nicht weiter. Was bringt Wenn ich es? Den Lift bewege, passiert er die Konsole. Nur das Timing muss stimmen. Hast du noch Strom über BD? Was, wenn er den Lift? Das heißt, also, da hatte ich ja jetzt, ohne dass ich es wollte, ein.
einen Tipp gegeben. Aber selbst mit Tippe bin ich. Wir müssen über diese Lücke drüber. Aber ich glaube, die Energie muss anbleiben. Ja, aber. Warte, hier hüpfen und der hüpft dann nach da. Gibt's. Warte, ich probiere mal. Ob hier. Ich mir mich irgendwo festhalten kann. Nee. Hier rüber, BD. Puh. Warte mal. Nee, das ist. Ah! Hä? Wie? Okay. Wieso hat das jetzt funktioniert und da. Ja, okay. Vielleicht. Habe ich irgendwas anderes gemacht? Du stehst auf dem Echo. Super. Hier gibt's das würde ich ohne dich tun. Einige Kisten. Was hast du da? Poncho, Sternjäger? Ah, oh, nee. Geht er mal. Es tut mir leid, Meisterin. Seine Meisterin starb bei ihm. Er hat sie bestmöglich beerdigt. Ein Scheiterhaufen war zu gefährlich. Oh. Sie wurde von ihrem Padawan in einem flachen Grab bestattet. Wenig später erlag auch er, also der Padawan, seinen jungen Wunden. Mach dein Ding, Kumpel. Voll sad und so. Hey, sieh mal da rein. Was hast du gefunden? Kantonika. Was ist das denn? Warte, da muss ich mein Outfit dann. Wächter. Der passt dann zum. Zu dem, oder? Ja, jetzt. Achso, ich kann den gar nicht. So. Nee, Du sollst doch den. Achso, das ist der Schwarze. Das sieht ein bisschen blau aus jetzt. Gut, habe ich hier alles gemacht? Ja, ich glaube schon. So, jetzt. Alter, wie groß das ist, ne? Also.
Ist nicht ganz so groß, aber es sieht groß aus. Die Spanisch ist schon gut. Gut, dann würde ich sagen, packen wir es, ne? Da ist noch was Grünes. Entschuldigung. Dann holen wir uns das Grüne nochmal. Ich meine, wenn wir schon in der Nähe sind. Hier ist Gold. Geil. Hier ist Gold. Du bist mein Retter, weißt du das? Sieht gut aus, Kumpel. Glancy, Glancy, BD-8. One. Entschuldigung. Ich sag gerne immer BD-8. Hey du. So, da drüben, ne? Ja. So, Disco. Dieses Ding muss überladen werden. Nee, das musst du jetzt nicht machen. Was? Hä? Echt jetzt? Wow. Kannst du das hier für mich überladen? Das ist ja geil. Das sah aus wie eine... wie eine... Wirklich großartig, BD. Ja, schon echt großartig. Wie ein... Wie eine Tür. Okay. So, da können wir eine Abkürzung freischalten, weil wir die jetzt brauchen für Sachen. Oh. Kommen wir hier wieder zurück? Ich weiß das nicht. So. Aber wir spielen schon wieder 14 Mal. Gut. Da oben können wir, glaube ich, nicht wieder dahin. Ich glaube nicht, dass wir da hoch können. Achso, überladen. Nee, lass mal. Fall nicht zurück. Das war... Nee, das war hier zu Ende, okay. Okay, alles klar. So. Da kommen wir nicht mehr hoch, ne? Wie kommen wir da wieder zurück? Wir sind jetzt komplett unnötig zurückgegangen. Ich glaube, wir müssen hier runter.
Und dann da hoch. Und dann irgendwie da. Ah, Mann. Na, super. Na schön. Kannst mir später danken. Warte mal. Nee, wir müssen ins andere Getriebe rein. Ins andere Getriebe. Ja. Triebwerk. Hey, Disco. Jetzt gleich hier bleiben, ne? Fall nicht zurück. Stim, BD? Du bist der Beste. Dann speichern wir hier mal und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir schauen uns kurz mal Fähigkeiten an. Ja, das klingt in Ordnung. Ich meine, Macht brauchen wir immer. Gut, bis dahin. Macht's gut. Bye.